13 Jahre Intensivstation im Schwabinger Krankenhaus. Die hat Dr. Johann Thaller hinter sich und weiß, welchen Stress die ehemaligen Kollegen derzeit haben. Als Dankeschön hat sich der Neurochirurg eine kleine Osterüberraschung ausgedacht. Gleichzeitig ist es eine Unterstützungsaktion, dass man die kleinen Läden im eigenen Viertel unterstützt, damit sie in der jetzigen Krisensituation nicht finanziell einbrechen. Mit Schokolaterien aus ganz München will der Arzt nun so viele Osterkörbe wie möglich zusammenstellen. Bei den Einzelhändlern kommt die schokoladige Geste gut an. Was kann man Besseres tun, als einmal von sich selbst aus was Gutes tun und aber auch die Kundschaft zu animieren, so den Krankenpflegern und den Krankenschwestern einfach mal eine kleine Aufmerksamkeit zu geben. Bei der Konditorei Hasenkopf in Neuhausen können die Kunden für eine beliebige Summe einen Osterkorb füllen lassen. Schokolade gilt hier als echte Aufmunterung. Ich genieße meine Schokolade am liebsten. Ich setze mich hin, nehme ein Stück Schokolade, denke an nichts, keine Corona-Krise und dann genieße ich einfach meine Schokolade. Bitte. Alle gesammelten Osterkörbe sollen dann am Ostersonntag mit Lastenrädern an die nächstliegenden Krankenhäuser ausgeliefert werden. Ich habe eine kleine Website gestaltet, die unter corona-osterkorb.de aufzurufen ist. Dort stehen alle Schokolaterien verzeichnet mit Ladenöffnungszeiten, Webauftritten etc. Eine Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht. Besonders Ärzte und Pflegekräfte haben sich in diesem Jahr frohe Ostern wirklich verdient.